Jetzt wird's spannend. Calmness greets you as the submersible slows to a halt. Unlike the Iron Throne, you remain intact. It seems most of the hostages from the throne share your fate. Gods, we made it. Nein, Karlak und Dingens sind tot. Da, wait a second, da liegt noch wer. How is she? Ach, sie wurde angespült. Ah, okay, aber dann können wir ja einfach... Warte mal. Habe ich denn auf Karlak? Nein. Keine Wiederbelebungsdings. Wo sind wir denn gelandet? Da unten. Okay, aber das heißt doch, ich kann theoretisch... Soll ich jetzt mal probieren? Ich müsste sie ja wiederbeleben können. Get to your camp. We'll talk there. Our savior! Please, I want to ask you something. I can't thank you enough. I was certain that place was to be my cold, wet tomb. There were so many of us scattered through that place. To save so many was... It was brilliant. Just brilliant. We were kept hostage to control our families and the Steel Watch Foundry. To keep them building Gortash's death machines. Please. They need to know what happened here. They have no reason to obey Gortash anymore. If they rebel, it'll put a dent in Gortash's steel might. Was denkt ihr, wie ich euch gefunden habe? Euer Vater schickt mich. He did? Of course he did! I knew it. I knew he would do something. Okay. It's over. It's fine. Dann gehen wir mal ganz kurz zu den anderen. Und beleben die anderen beiden wieder. Müsste ja eigentlich gehen. Okay, das heißt, ich hätte theoretisch auch einfach, wenn die genug Leben gehabt hätten, hätte vielleicht sogar mit zwei Leben. Na, dann hat es tatsächlich nicht gerade so für... Obwohl, Karlak hat aber auch Schaden schon, ne? Meines Erachtens nach. Naja, egal. Wir holen jetzt mal die anderen beiden zurück. Sehr, Karlak ist um sich hin. Verbündete versammeln... Ich habe ja Wiederbelebungsschriftrollen, die benutze ich da jetzt gleich einfach und dann ist gut. Erstmal muss ich aber irgendwie zu denen hinkommen. Die sind noch weiter rechts, naja, sogar noch weiter rechts. Da vorne sind die, okay. Teddy ist schon wieder irgendwo hingeblieben? Teddy ist schon wieder irgendwo hingeblieben, naja, egal. Komm ich hier runter? Hier kann ich runter. Hey Leute, ich komme. So, dann... Oh Gott im Himmel, wo sind denn die da? So, und... So. Kann ich die NPCs theoretisch auch? Can't have me. Not yet. Kann ich... Warte mal, das will ich jetzt mal probieren.
ein steuerbarer Charakter sein. Ich hab's geahnt, aber wir können doch theoretisch. Ah, schade, muss ein spielbarer Charakter sein. Na gut. Erstmal alle wieder voll heilen hier. Komm schon, Kiste. Komm schon, Kiste. Danke. Werbemittel, Pfeil, Monetas, Blindheit. Obwohl, das Werbemittel kann ich vielleicht ganz gut verkaufen. Die bleiben jetzt hier aber stehen wahrscheinlich, ne? Okay, dann machen wir Folgendes. Almost pleasant traveling with company. If you ignore all the less pleasant aspects. Okay, jetzt stehen die anderen beiden aber gerade hinter mir. Aber die kommen tatsächlich, die bleiben jetzt einfach stehen, ne? Das heißt, wir müssen sie jetzt einmal ganz kurz alle nach... Go ahead. I'm listening. Ins Lager. I question the wisdom of that decision, but so be it. I'll be in the camp then. Genau, das machen wir jetzt mit den anderen beiden auch. What's on your mind? Sounds boring. If you insist. Ich hole euch ja gleich wieder, entspannt euch mal. All's well, I hope. Getrennte Wege gehen, so. Dann machen wir einmal eine lange Rast. Dann holen wir uns unsere Kollegas wieder. Damit die dann auch wenigstens gleich dann mit uns rumlaufen. What's on your mind? With. So. Das war dann Nummer 1. Copper for your thoughts. Let's go, go, go. Das ist Nummer 2. Bin noch nicht hier oben um die Ecke, ne? So, Tür. Oh! Kirche. Interessant. Zwei Türen. Noch nie gesehen. Naja. Das könnte jetzt gleich richtig interessant werden. Ich bin ja mal gespannt, was das wird. So, damit ist das Team wieder vollständig. Ach, Helsin ist hier unten. I received a dispatch from the Grove. Life carries on there in our absence, just as nature intended. Sehr gut. My chosen successor, Francesca, has proven to be a wise choice. Perhaps the wisest I ever made as Archdruid. Was gibt's Neues im Heim? Wounds have healed. Damage has been undone. Balance has been restored. Those who seek to serve nature there can once again do so with all their hearts. There have been difficulties. Some initiates harbor too much admiration for Corga's course of action. Francesca will do what she must to rid them of such notions. She is well suited to the task. Better than I, perhaps. To cleanse a land of shadows is one thing. But to sway a heart from a dark path is another matter entirely. I was all too eager to surrender my responsibilities towards the Grove. Perhaps I was never meant to be Archdruid. To be a leader. Ihr habt den Hain gut gedient und in einer Vergangenheit gefunden. Niemand könnte es euch verhindern. Still though, I cannot help but wonder if there was more I could have done. Perhaps, Oakfather willing, I may yet have the chance someday. Forgive me. The Shadow Curse occupied me so entirely, and for so long, I almost missed the purpose it gave me. Now I must find a new one.
Seid ihr immer noch glücklich an meiner Seite? Das muss nicht euer Kampf sein und es ist gewiss nicht euer Lebensraum. The city, you mean? With all its noise, smoke, stone and bustle? I would not be here given the choice, but I promised you my support. And that is what you shall have. Okay. Still, though, this place crawls with life, but little of it flourishes. I see refugees unhoused, the destitute unwanted, orphans unloved. The city is like a forest with an overgrown canopy. Light and nourishment cannot penetrate to those who need it the most, and still it draws them in. The safety of numbers, the promise of civilization, the dream of better. All that potential is too often destined to die in the dark and rot in the gutter. I wish there was a better way. I wish everyone could see the sun, have a full belly, and know nature as a friend. There is a balance that is yet to be found. Listen to me, preaching like an initiate in his cups. Ein schöner Traum, vielleicht hier in das Gleichgewicht zu finden. Yes, I hope so. But we have a battle to win before any of that. Okay. Ah, hier vorne steht er. First you cleave my heart in twain, now you shatter it to pieces. My son, a monster. Twisted beyond recognition. To think my blood flows through those veins. Is this my fate? To be freed from Gortash's hell, only to be trapped in yours? It isn't what you think. It never was. You turned your back on me, on your city, to chase the she-devil and her power. She stinks up the place even now. It is exactly what I think. Also, er hat seine Seele geopfert, um euch zu retten. Ihm blieb keine Wahl. Wills Lebensaufgabe ist es, die Küste zu beschützen. Er hat seine Kraftbeuse eingesetzt. Ravengard's tadpole clenches as your memories and wills flow into him. My tears wounds. I'm in your mind. The Grand Duke sees Mizora and her infernal sisters. He sees the agony in Will's face as an impossible choice is set before him. No. My son. The past becomes present, and Will's thoughts are laid bare. Ravengard sees Will partnering with Mizora to defeat Tiamat's cultists before they could lay siege to Baldur's Gate. And he sees everything beyond. The Nautiloid journey, the perilous path to Moonrise, the astral prism, and the Emperor within. Will. Everything I did for Baldur's Gate. I did for you. All too right, my son. You sold your soul to save Baldur's Gate, and I cast you out for it. You gave yourself to the Hell's eternal fires so I might walk free. By the gods, can you ever forgive me? There's nothing to forgive. You wanted to protect the city. I only ever wanted the same. You are a better man than most, and a better son than I deserve. I'll yet make amends, but my duty is first and foremost to the city and its people. There's something I must ask of you. Fort, fort. Before I was captured, I was on a mission. Returning from Alterel, I discovered the plans of the Absolutists. I immediately realized the city couldn't defend itself against such an army. I didn't despair.
Because the city has a secret guardian, a worm that sleeps beneath. He can be called upon in times of great need. This is such a time. You've been trained in the ways of the great champions and proven to be one of them. The worm will answer your call. You must seek him out. Ein Wurm, wollt ihr sagen, unter der Stadt lebt ein Drache? A bronze dragon, yes. He sleeps beneath us even now, awaiting a hero to rouse him. Mhm. The worm goes by many names. Answer, the waiting storm, the heart of the gate. He promised Baldurin he'd protect the city if ever its existence was threatened, but just the once. Since then, the city has faced countless threats, but we always overcame. There was never a need to call on the worm. Until now, the Absolute is the greatest threat Baldur's Gate ever faced. The worm must be awakened, and the task falls to you. Take this. The Legend of Ansur. An ancient epic, ill-remembered, dismissed as a mere tale. Let it set the path before you. Möchtet ihr den Drachen nicht lieber selbst wecken? Euer Vertrauen und Will ist gerechtfertigt. Wir müssen den Wurm... wir suchen den Wurm und bitten ihn um Hilfe. Will, was haltet ihr davon? Bitte, ich... ich verwende die schöne Stadt, aber ein Märchen. Thank you. And may the city know the truth of my only son. Pride of Ravengard. Pride of Baldur's Gate. Ich habe ein bisschen Bammel, dass wenn wir jetzt gleich schlafen und die Dingens Uschi gleich den Hals umdrehen will. Ich kann auch nicht schlafen. Drüben liegt was. Achso, ja, okay. Weil ich alleine. Ja, ich alleine hierher gekommen bin, ja. Okay, wir sind alle wieder angezogen und alle gewappnet. Ich werde jetzt nochmal kurz mit Misora reden. I bet you're pleased with yourself. Saving Ravengard and making a fool out of me in a single swoop. Go on, do your gloating. You've earned it. Damn right I did. My father is safe and my chains are broken. Das ist ein List, das muss sein. Vertrag ist Vertrag, oder? Indeed. A bargain's a bargain. And the man who skirts a sworn pact is living on borrowed time. For now, you've tipped the scales in your favor. But all it takes is a whisper for me to tip them back. Was meint ihr damit, wenn ihr euren Gunsten wendet? Why look for hidden meaning when the words are laid so bare? Besides, now is a time of celebration. I am sure you and Duke Ravengard have plenty to talk about. Haben wir schon geklärt. Wechseln wir das Thema. Yes, let's. Verschwindet aber plötzlich. Noch. Hab ich kein Problem mit ihr. We'll finish what my father couldn't. We'll awaken Ansur, the heart of the gate. O Baldurin, founder due veneration. His guardian dragon, Ansur, tremendous in worth. A savior below, our eternal elation. It's not just a tale, it's a history. Consider this. To Wyrmwave neath prison's deepest level. That must mean Worm's rock prison. That's where we'll find the entrance to this Wyrmwave. Then this. With the shock of a true hero's spark flickers, the torches alight.
and Worm's eyes shall awake a glitter. To open the way, we'll need to spark torches. This dragon Ansor was Balduran's ally. We'd be fools to let him sleep while the dead three's chosen raised the city. Wiederfährt man euren Vater, fühlt sich das an? Da. It's complicated. There's the joy of reconciliation, the relief of forgiveness, and the anxiety of new expectation. It's a flurry of emotion. I'm not sure how to make sense of it. Konzentriert euch auf die Freude, Familienbande erneut in Team, konzentriert euch auf die Erleichterung. Joy. To my father, I was only ever a boy. Incredible that he can see the man I became. Once all this is ended, once we've crushed the brain and freed the people, I could once more call Baldur's Gate home. Whether I return there, well, only time will tell. Und weg. Gut. Damit müssten wir mit allen geredet haben, ne? Was zu sagen hatten. Volo ist ja auch wieder da. Den habe ich ja gerade gar nicht erst gesehen. Whatever happens next, be sure that I will document it all as accurately as possible. Mhm. Ah, ja, tatsächlich ja jetzt endlich mal Waren, die wir haben können. Und die wir ihm jetzt verkaufen können. No, nein, nicht die Schuhe. Kann ich nicht anziehen, na gut. Weg, weg. Einmal. Wem hätte ich denn da? Das auch noch. Guck mal, Shadowheart hat noch eine. Gut. Sonst habe ich, glaube ich, gerade nichts mehr zu verkaufen. Als Ausgleich hätte ich gerne... Das sind nur die normalen Heiltränke, die braucht kein Mensch. Die Sachen hätte ich gerne. Das und das. Ich kann nicht mehr ein komplettes Geld abnehmen. Läuft. So, machen wir es halt einfach so. So. Gut. Okay. Dann würde ich sagen, einmal nochmal speichern. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, reingehauen. Ciao, ciao.